Ja, Leute, willkommen hier zurück zu einem neuen Let's Play YouTubers Live. Ich wollte euch das mal zeigen. Ich spiele kurz nach Halloween. Wir haben heute den 3. und da ist immer noch das Halloween Update. Sweet. Auch das der Ladebildschirm wird ziemlich nice. Ja, und damit, wie gesagt, herzlich willkommen wir hier zurück. YouTubers Live gab es seit langem nicht mehr. Ich habe gedacht, jo, bringst mal wieder was raus, hast gerade wieder Lust darauf. Und ich weiß echt nicht, wo ich eigentlich stehen geblieben bin. Ich soll nach der großen Liebe suchen noch, okay. Was gibt es zu essen? Habe ich jetzt fertig, okay, schön. Neue Zutaten, mhm. Achso, und hier die Kochtipps, die werden hier gerade hochgeladen, okay. Wir werden jetzt mal kurz uns überlegen, was werden wir als nächstes machen. Ich habe das echt lange nicht mehr gespielt gehabt, das ist echt schade. Weil eigentlich ist es ja ein richtig geiles Spiel. Obwohl, nee, warte mal, wir werden mal kurz das Schlafen abbrechen und werden dafür arbeiten gehen. Und dein Zuhause, wir können jetzt schon ausziehen? Ach ja, stimmt ja, wir können ja ausziehen. So, und als nächstes werden wir mal wieder mal ein schönes Video machen. Und diesmal ist ein Rezept erklären Video, weil nicht jeder kann kochen, wer das macht. Und wir gucken mal, ja, okay, schön, wir haben ja sowieso nichts anderes, Rezept erklären, machen wir los. Ah, wir können hier noch uns was aussuchen. Und wir haben auch noch Punkte hier oben. Okay, wegen der Begrüßung, was anderes können wir sowieso nicht machen. Dann war der Zeit, bevor du das Kochen fortfahren kannst, machen wir einen unlustigen Kommentar. Passt sogar. Nice. Ja, sowieso, das alles nehme ich ja wieder im Fortbewusstsein auf. Ich habe ja gesagt, dass ich ja die Videos jetzt, wann ich das aufnehme, heute ist der 3. Oktober, 3. November. Und... Oh. Ja, das Video wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Okay, das sieht nicht aus wie Hühnerfrikassee, aber lass uns mal sein. Ja, wie gesagt, heute ist... Was will denn der hier? Ich will flirten! Ja gut, sauber passt es zwar nicht zusammen, aber es funktioniert schon. Ja, alles ein kleines bisschen in Vorproduktion. Und ich würde mal sagen, jetzt wo das Video hier gerade lädt, werden wir mal kurz arbeiten gehen. Als Autowäscher. Können uns aber hier noch was aussuchen. Okay, wir können jetzt... Entweder Nimmersatt machen, wo man mehr Prozente darauf bekommen auf Fleischliebhaber, oder wir nehmen Genussmensch, wo man auf Vegetarier bekommen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal mehr auf Fleisch. Ah, stimmt ja, wir können ja auch ein Vlog machen. Das stimmt ja, das kann man ja auch machen. Wir sind Rang 81. Mann, was überhaupt? 70 Dollar haben wir gerade mal verdient, naja. Keine Verwarnung. Das habe ich mir sowieso nicht mehr angeguckt. Ja, wir können gerne... Ah, fuck, mein Computer arbeitet noch. Können wir ja nochmal arbeiten gehen in der Zeit. Dann nochmal schlafen gehen, dann auch Sandwich essen. Ich will heute nur Schokolade. Ich bin traurig, wenn mein Schatz mich... Mädel! Alter! Nee, da kann man auch nichts dazu sagen. So, wir müssen jetzt mal uns überlegen, was macht man? Wir werden mal irgendjemanden uns mal einladen. Ja, ihr, Florica, komm her, du geile Sau. Okay, sie möchte eben noch nichts Besonderes. Würde ich sagen, lad man mal die ein. Da ist sie! So, immer schnell ein Geschenk. Was? Ich habe einen Kuss gegeben? Stopp, warte mal, ganz ruhig, ganz ruhig. So, jetzt wollen wir uns mal kurz nach dem Date fragen. Oh, kurz Pause. Oh, wie kribbelt das gerade? Oh, es läuft gut zwischen uns. Geil. ja, komm, wir gehen damit hin. Da können wir mich mal wieder machen. Zwischen uns beiden läuft es gut. Oh mein Gott, wo geht denn... Hä?
Ja, okay, wir gehen zum Event. Ja, ciao. Ciao, ja. What the fuck? So, wir können jetzt mal einen Vlog aufnehmen. Wegen der Begrüßung natürlich machen. Das muss schön im Kino jetzt sind. Macht bestimmt sehr vielen Leuten Spaß, um zu sehen, dass wir im Kino sind. Interessiert bestimmt ganz vielen Leuten. Naja, läuft nie alles so nice. Oh mein Gott, die Kamera ist nicht leer. Ne? Machen wir natürlich einen sinnlosen Kommentar. Ja, okay, sinnlos passt zwar vielleicht nicht. Und wir schalten komm. Was passiert da im Hintergrund? Das hört sich an wie ein Orgasmus. So, wir können das zu Hause bearbeiten. Aha, die sieht aber auch nicht aus. Nein, wir haben jetzt bald eine Freundin und deswegen werden wir... Hier wäre jetzt ein Vlog nicht schlecht. So, das Kino ist jetzt vorbei. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich verschwinde. Ab geht's. Los geht's. Wir müssen mal wieder Videos machen. So, jetzt können wir nämlich unser Vlog mal erstellen. Das ist unser erster Vlog. Letztes Mal hat es irgendwie nicht funktioniert. Ah, Hühnerei. Ah ja. So ist unser Vlog. Ja, so einigermaßen passt es zusammen. Das Bild passt auch perfekt zu mir. Dann rendern wir das mal und fertig ist. Ergebnis, neuer Rekord. Nice. Ja, also wir könnten ein Video natürlich gerne machen. Nein. Wow, ja klar, akzeptieren wir. Sie schickt es uns. Wir gehen mal in der Zeit schlafen und was essen. Damit mal gut der Dinge sind, wenn wir das Video hier haben. Machen können. Da ist es. So, und da würde ich sagen... Ja, gehen wir noch mal kurz arbeiten für 4 Stunden. Dann müsste das Video fertig sein. Ich glaube 2 Stunden hätten auch gereicht. So, noch mal gucken, Kochtipps mit der Rührschüssel. Okay, machen wir natürlich ganz gerne ein neues Video, Kochtipps mit Rührschüssel. Solange es denn ordentlich Geld gibt, bin ich zufrieden. Ja, machen wir schnell. Wegen der Begrüßung am Anfang, weil ich den Kochtisch sauber mache. Das sieht doch gar nicht aus nach dem Essen, was ich eigentlich machen möchte. Ich habe eine falsche Zutat. Nehmen wir einen sarkastischen Kommentar. Ich glaube, sarkastisch passt schon. Weil wie viele Punkte wir haben. Das ist ja richtig krank. Dann machen wir eine fröhliche Äußerung. Mörderischer Blick war falsch gewesen. Also Mist, beides falsch. Ein lustiger Kommentar, weil alles sehr, sehr schön miteinander aussieht. Da kommt Monique rein und mir fällt was auf den Boden. Nimm natürlich einen professionellen Kommentar, der war komplett falsch. Mist. Und original angerichtet, auch wenn es das gleiche Essen ist, nur ein bisschen angewärmt. Hallo! Ja, dankeschön. Im echten Leben eines YouTubers einfach die Reihenfolge ändern, da und das Video ist perfekt geworden. Warum auch nicht. So, wir haben jetzt noch 56 Stunden Zeit. So, wir haben schon wieder neue Karten. Naja, schön gestohlenes Video. Ach du Heilige. Das ist überhaupt nicht schön. Suche nach der großen Liebe. Du lässt dich nicht mit der ersten Person, die du siehst, ein. Ah, okay. Dann nehmen wir natürlich noch Monique. Naja, Monique sieht aber nicht so schön aus. Gloria mal und vielleicht noch Emma. Emma holen wir uns noch dazu. Gloria will sich gerade unterhalten. Ach, Mist. Gut. Emma. Wir laden Emma ein. So, ich möchte sie eigentlich nach einem Date fragen, wenn ich halt zu mir, ob ich mit auf eine Party kommen möchte. Ich sage jetzt einfach mal ja, das kommt danach gut. Ach, Disco, schön. Ab in die Disco, Disco. So, Video ist um. Und ab geht's. Ich fühle mich Disco. Ich bin so... Ich fühle mich das. Sollte man hier eigentlich in den Disco gehen? Oder habe ich das jetzt abgebrochen? Es ist interessant geworden. Mal sehen, was weiter. Oh, schön. Ich sage jetzt, ach du heilige Scheiße. Ja, da habe ich wohl ganz schön mies gemacht. Hm. Gut, dann scheint es wohl nicht auf Disco zu gehen. Werden wir mal noch mal kurz ein neues Video machen. Klar, ja!
Okay, Leute, ich würde einfach mal trotzdem sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir einen, wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensch, ciao, ciao.